Ich liebe Einhörner. Ich bekomme nie genug von denen. Die sind so süß. Ich wünschte, ich wäre ein Einhorn. Hey, du bringst mich zum Lachen. Es ist Showtime. Ich gehe auf eine magische Reise. Autsch, das war peinlich. Au, was war das? Oh, komm schon. Das läuft nicht so gut. Ich gebe auf. Ich bin einfach kein Einhorn. Was ist los? Wow, schau dir diesen Ort an. Soll das ein Witz sein? Das arme Einhorn. Es hatte Hoffnungen und Träume. Warte, du bist ein Einhorn? Bitte nicht anstupsen. Schau dir diese Sachen an. Die sehen toll aus. Warte, das kann nicht sein. Wo ist dein Style, dein Glamour? So geht das nicht. Du brauchst ein Umstyling. Mal sehen, was hier drin ist. Ui, das sind deine Klamotten? Schlimmer, als ich dachte. Mädchen, wo ist dein Modebewusstsein? Ich meine, guck dir das mal an. Ziehst du das wirklich an? Hey, pass auf, was machst du da? Ich bin dir eine gute Freundin. Eine Sache brauche ich noch. Nee, das geht nicht. Wie ist das da reingekommen? Warte, damit könnte es gehen. Ich wickle das Band um den Gummi. Dann mache ich einen Knoten rein. Es kommen noch mehr Bänder. Und zwar in verschiedenen Farben. Immer mehr Bänder. Bis der Gummi voll ist. Genau so. Oh, Jasmine. Wow, echt unglaublich. Der Wahnsinn. Ich hatte noch nie so einen Rock. Danke. So, was tun Einhörner? Schön weiter schrubben. Ich will funkelnde Zähne. Sieht gut aus. Meine Schuhe leider nicht. Ganz schön dreckig. Ich werde die putzen. Am besten mit Seife. Oh, das geht nicht ab. Ich brauche was anderes. Huhu, hier drüben. Wie geht's, beste Freundin? Nicht so gut. Guck dir meine Schuhe an. Wow, wie eklig. Vielleicht kann ich helfen. Das hier brauchst du. Viel Spaß. Rasierschaum, wirklich? Ich probier's mal. Ich spritz den auf meine Schuhe. Ich brauch ganz viel davon. Das müsste reichen. Jetzt noch Farbe. Mit der wird's gehen. Nee, die ist besser. Ich spritz die einfach drüber. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Und noch andere Farben. Wie beim Regenbogen. Das wird fantastisch. Ich bin so aufgeregt. Das reicht. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ich steck da meine Hände rein. Es fühlt sich seltsam an, aber es macht total viel Spaß. Und jetzt abspülen. Der Moment der Wahrheit. Wow, das hat geklappt. Meine Schuhe sehen fantastisch aus. Echt unglaublich. Die sind viel besser. Snackzeit. Mh, das ist das gute Zeug. Keine Süßigkeiten im Unterricht. Hä? Wie bitte? Das finde ich blöd. Was zum... Hey, Nachbarin. Warte, irgendwas stimmt nicht. Was ist mit dem anderen Einhorn? Wir wechseln uns ab. Oh, verstehe. Danke fürs Notizbuch. Guck mal, was ich habe. Ziemlich cool, was? Ist unser kleines Geheimnis. Schau her. Hier kommen die Süßigkeiten rein. Das ist ein hungriges Einhorn. Jetzt zum spaßigen Teil. Ich drück den Schwanz. Und es kackt Bonbons. Was? Niemals? Ja, ist so ein Einhorn-Ding. Mh, lecker. Was geht da hinten vor sich? Oh, oh, bleib cool. Hier gibt's nix. Ich beobachte euch. Wie ein Falke. Das ist meine Chance. Versuchen wir es mit Schokolade. Bald aufmachen, kleines Einhorn. Ich mach dich ganz voll. Okay, jetzt den Kopf drauf. Eine Sache fehlt noch. Süßer, süßer Zucker. Ich streue den in die Form. Das müsste reichen. Zieh's durch, Einhorn. Siehst du das? Wow, Platz da. Ich koste das. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Rein damit. Ist wie eine Party im Mund. Das ist lecker. Mahlzeit ist meine Lieblingszeit. Nee, ist Müll. Okay, ich versuch's nochmal. Das ist ja noch schlimmer. Ich kann gar kein Einhorn zeichnen.
Hey, ich bin hier, um dir zu helfen. Schau zu, ich zeig's dir. Du beginnst mit dem Wort Unicorn. Das ist das Geheimnis. Siehst du, daraus entsteht das Einhorn. Dann musst du es nur noch ausmalen. Das ist auch der beste Teil. Regenbogenmähen sind im Moment der letzte Schrei. Und so geht's. Ich bin fertig. Das ist so süß. Hier, das ist für dich. Wow, vielen Dank. Okay, Zeit, diese Tests zu bewerten. Oh, was für ein süßes kleines Detail. Das verdient eine 1+. Nächster. Uff, das ist einfach nur schrecklich. Das ist nicht mal süß. Jemand muss lernen, ordentlicher zu sein. Sei ordentlich? Was? Wie kann das Testergebnis sein? Naja, kannst du es ihr verübeln? Und wie hast du das coole Ding gemacht? Ach das? Das ist einfach. Oh, ich hab's kapiert. Zeit für ein bisschen Einhorn-Origami. Die richtige Faltung ist sehr wichtig. Ich will nicht aus Versehen einen Drachen oder sowas machen. Oder noch schlimmer, ein Troll. Kannst du dir das vorstellen? Mach die Kanten schön scharf. Jetzt wird es schwieriger. Das Einknicken. Gut, ich glätte diese Faltung noch. Als nächstes kommt die Zeichnung. Ich fange mit einem Auge an. Und jetzt die Regenbogenmähne. Und das Horn. Schau, es ist fertig. Jetzt sieht mein Test nicht mehr so chaotisch aus. Hier ist mein Test. Jetzt ist alles viel ordentlicher. Lass mich mal sehen. Sehr gut. Du verdienst auch ein 1+. Wow, ja, ich hab's geschafft. Hey, bist du... Oh nein, eine Party. Eine Geburtstagsparty. Ups, ich zieh mich mal schnell zurück. Oh nein, was soll ich nur tun? Hier muss es doch was geben, was ich als Geschenk nehmen kann. Vielleicht diese durchsichtige Handyhülle? Ja, daraus kann ich definitiv was machen. Ich habe eine Schüssel. Jetzt schneide ich das Krepppapier klein. Ich mache mehrere Streifen. So, nur noch ein paar. Und fertig. Zeit für den nächsten Schritt. Ich gieße etwas heißes Wasser hinzu. Nur so viel, dass alles bedeckt ist. Gut, jetzt zur durchsichtigen Handyhülle. Ich lege es auch in die Schüssel. Ich will, dass es komplett unter Wasser ist. Jetzt muss ich nur noch ein paar Minuten warten, bis es abgekühlt ist. Die Zeit ist um. Die Farbe hat sich auf die Hülle übertragen. Ich klebe noch ein paar Sticker drauf, um es zu verschönern. Darf die Geburtstagsschleife nicht fehlen. Sie wird es lieben. Hey, Happy Birthday! Ich hab's nicht vergessen. Du hast es für mich gemacht? Oh, es ist perfekt. Ich wechsle es sofort aus. Oh, es ist bezaubernd. Ich liebe es. Oh, das war knapp. Nee, das wird nicht funktionieren. Was zum Geier? Weg damit. Was ist los? Das nützt nichts. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich weiß, wie wir das beheben können. Wie wäre es damit? Ich besitze kein Ballerina-Kostüm. Ja, aber ich habe Tüll. Okay, beginnen wir mit dem Dunkelblau. Wir machen ein paar Schichten. Dann brauchen wir ein Gummiband. Du brauchst keine Nähmaschine oder so. Wir binden es einfach um das Gummiband. Super, jetzt noch die anderen Farben. Das ist ein wunderschöner Regenbogen. Ich fühle mich wie das schönste Einhorn. Wow, das ist wirklich toll geworden. Goodbye. Viel Spaß bei deiner Party. Wo ist mein Notizbuch? Oh, schöne Zeichnung, Jake.
Nein, mein Notizbuch. Jake, du hast Tee draufgekleckert. Sorry, ich wusste nicht, dass es da lag. Das war auch mein Liebstes. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hey, vielleicht kann ich das wieder in Ordnung bringen. Dieses Glitzer- und Schaumstoffpapier ist definitiv die Lösung. Ich brauche meine treue Schere. Ich brauche viele Schaumstoffformen. Alles klar, ich bin bereit für das Notizbuch. Zeit, ein Einhorn zu machen. Die Regenbogenmähne darf natürlich nicht fehlen. Und eine glitzernde Mähne ist auch toll. Auch die langen Wimpern darf ich nicht vergessen. Ich denke, sie wird es lieben. Hey, sorry wegen deines Notizbuchs. Unglaublich, es ist toll. Kaum zu glauben, dass du das für mich gemacht hast. Herzlichen Dank, Jake. Puh, Krise abgewendet. Alle meine Stifte sind perfekt angeordnet. Und natürlich ist das mein aktueller Favorit. Hey, wie geht's? Ich muss meine Sachen für den Unterricht rausholen. Oh, mein Stift hat schon bessere Tage gesehen. Kein Scherz, der ist hinüber. Mach dir keine Sorgen, Jake. Ich kann ihn retten. Nagellack? Nein, danke. Der ist nicht für deine Nägel. Oh, für meinen Stift. Wie auch immer. Ich habe eine Schüssel mit Wasser bereitstehen. Jetzt gieße ich den Lack einfach da rein. Der macht ein cooles Muster im Wasser. Ich glaube, ich sollte noch mehr Farben nehmen. Jetzt kann ich meinen Bleistift da eintauchen. Ich wirble ihn einfach durch den Lack. Fantastisch, so bunt. Wow. Wie ein Kunstwerk. Jake, der sieht toll aus. Vielen Dank fürs Teilen. Ich denke, alles ist fertig. Ich will, dass die Party perfekt wird. Warte mal, das sieht nicht richtig aus. Also gut. Ich stelle diese Muffins hier hin. Ich bringe das in Ordnung. Wie sieht das aus? Immer noch nicht zufrieden. Hey, Lilly, sieht gut aus. Oh nein, Mickey, setz dich nicht hin. Hä? Nein! Oh, oh, das klang gar nicht gut. Warum ist das Sofa so matschig? Oh, ich habe mich auf die Muffins gesetzt. Oh, sie sehen nicht so schlecht aus. Ups, ich bringe es wieder in Ordnung. Wo geht sie hin? Ha, ich sagte doch, ich würde... Wow! Uff, keine Sorge um mich, rette die Muffins. Oh nein, es regnet Muffins. Geht es dir gut, Mickey? Das lief nicht nach Plan. Es tut mir so leid, Lilly. Ich wollte nur helfen. Warum passiert mir das immer? Die Party ist ruiniert. Es war ein Versehen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich beginne mit diesen Popsicle-Formen. Ich lege die Muffinstücke in die Form. Ein Regenbogeneffekt. Ich stelle sicher, dass sie alle festgedrückt sind. Es sieht gut aus. Ich schiebe ein Eisstäbchen in den Kuchen ein. Und jetzt tauche ich sie in geschmolzene Schokolade. Ich muss die Schokolade nur fest werden lassen. Ich dekoriere sie mit Schokolade. Ich träufle sie einfach darüber. Und verwende verschiedenfarbige Schokolade. Sieht sehr gut aus. Das gleiche mache ich mit weißer Schokolade. Sieh mal, was ich habe. Wow, die sehen lecker aus. So beeindruckend, Mickey. Wow, sie sind köstlich. Ich will mehr. Hey, Penny, schau mal. Was ist? Was ist denn los? Oh, das war meine Lieblingsjeans. Das ist ja so peinlich. Oh, hi. Nö, nicht interessiert. Oh, ich dachte, ich hätte einen Kunden. Niemand kauft meine Schokolade. Hey, hier drüben. Igitt. Jeder liebt Schokolade. Was mache ich denn falsch? Ich werde nie einen Welpen haben. Was kann ich tun? Mein schöner Traum ist jetzt Geschichte.
Es war etwas unsanft, aber ich habe es geschafft. Oh, hi Lilly, warum bist du so traurig? Kauft niemand deine Schokolade? Ich habe alles versucht. Oh, ich habe eine Idee. Komm mit mir. Wow, ist das sicher? Wohin gehen wir? Wir gehen zu diesem Schloss. Willkommen in meiner Küche. Wow, so viele Süßigkeiten. Das ist echt cool. Wir machen jetzt leckere Schokolade und all deine Probleme werden gelöst. Erstens brauchen wir diese Form. Ich male ein Schokoladenherz in die Form. Oh, es ist so süß. Ich male noch mehr und verwende verschiedene Farben. Es sieht so gut aus. Jetzt können wir sie abdecken. Diese lila Schokolade ist so lebhaft. Ich fülle die Form vollständig aus. Nun warten wir, bis es fest wird. Dann können wir sie aus der Form nehmen. Und sie ist fertig. Sie ist so schön. Wie findest du das? Wow, danke sehr. Die sieht sehr toll aus. Verkaufe sie jetzt. Das wird auf jeden Fall helfen. Mein Geschäft ist geöffnet. Ich war zuerst hier. Es gibt genug für alle. Das hat gut geklappt. Wow, sieh dir das an. Jetzt kann ich mir einen Welpen zulegen. Und das ist alles meiner guten Fee zu verdanken. Du bist so süß und flauschig. Oh, ich hoffe, ich sehe gut aus. Gut, dass meine Haare sauber sind. Komm schon, beeil dich. Ich sehe perfekt aus, wie immer. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Oh, Alex sieht süß aus. Mir ist so langweilig. Hallo, Mickey. Ich bin so nervös. Ich hasse es, mich fotografieren zu lassen. Ich habe so viele Pickel. Warum musste ich heute einen Pickelausbruch bekommen? Ich bin dran. Können wir alles beschleunigen? Vielleicht sehen sie nicht so schlecht aus. Wem mache ich was vor? Sie sehen schrecklich aus. Was soll ich tun? Na, endlich. Moment, habe ich mir die Zähne geputzt? Ich hasse es, meine Nägel zu kauen. Ich kaue lieber auf diesem Bleistift. Und los geht's. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich beiße in diesen Radiergummi. Ich möchte ihn formen. Das ist genau, was ich brauche. Jetzt brauche ich meinen Lippenstift. Ich reibe den Radiergummi am Lippenstift. Ich tauche ihn völlig in Farbe und tupfe ihn auf mein Gesicht, um meine Pickel abzudecken. Das ist eine großartige Idee. Ich fühle mich so süß. Ich muss noch eine Sache erledigen. Bring meine Haare in Ordnung. Ich glaube, ich bin bereit. Hallo, ich bin hier für mein Foto. Nehmen Sie meine beste Seite auf. Nur ein Scherz, ich sehe aus jedem Blickwinkel gut aus. Wow, ich liebe deinen Look. Setz dich doch. Ich weiß, dass wir ein paar gute Fotos machen werden. Rutsche ein bisschen rüber, so ist es gut. Jetzt breit lächeln. So wie hier? Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Hi. Das ist für dich, Mickey. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, es ist wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, das zu tragen. Danke, Lilly. Das sieht toll aus. Du bist die Beste. Puh, was für eine Erleichterung. Ich muss Mickey ein Geschenk kaufen. Ich glaube, da ist etwas drin. Wow, ich bin reich. Oh, oder auch nicht. Was kann ich damit kaufen? Zeit, einkaufen zu gehen. OMG, die sind so lecker. Was würde Mickey gefallen? Hi, kann ich Ihnen helfen? Wir haben Geschenke für alle. Sie ist meine beste Freundin. Ich mag dieses Puppet. Aber es ist zu teuer. Oh, ein Dinosaurier. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein großes Budget. Oh, das sehe ich. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe genau das Richtige.
Was meinst du dazu? Wow, es ist perfekt. Gib das her und ich nehme auch das Geld. Das war völlig unerwartet. Willst du mich veräppeln? Alles ist ruiniert. Oh, sei nicht traurig. Möchtest du Süßigkeiten? Ich mag Süßigkeiten. Danke. Wenigstens werde ich nicht enttäuscht. Oh. Moment. Ich habe eine Idee. Ich brauche diese Gummibärchen und diese runde Form. Ich lege die Gummibärchen in die Form. Und der letzte. Jetzt brauche ich klares Epoxidharz. Ich gieße das in die Form und alle Gummibärchen abdecken. Einfach so. So, jetzt warte ich, bis es fertig ist. Dann kann ich es aus der Form nehmen. Und ich habe ein nettes Armband. Es ist so bunt. Es ist so süß, oder? Ich bin bereit für die Party. Okay, nur noch ein bisschen von dieser Farbe. Schnell, solange sie noch abgelenkt ist. Dieser Apfel ist sowas von rot. Ich will ihn unbedingt essen. Huh? What the heck? Wieso hält sie jetzt einen Apfel? Ah! Ah! Sie hat mich bemerkt! Ah! Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Huh? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut.
Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Huh? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada! Mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins? Das werden ja immer mehr. Ha! Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände, das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne. Ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich her quakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. Soweit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich habe wohl zu fest aufgedrückt.
Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Kommen da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche! Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hm. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich kann bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Was kommt als erstes bei der Mal-Challenge dran? Finden wir es heraus. So aufregend. Sieht so aus, als hätte das Rad ein Thema gewählt. Miau. Wow. Wir lieben Katzen. Die sind so süß. So süß und wuschelig. Mädels, wir malen. Erinnert ihr euch? Okay. Hm. Male ich meine getigert? Ich denke ja. Sitz still, okay, kleiner Kerl? Ist das denn genau? Nein, ich denke nicht. So wird das was. Ich messe den Kopf und den gesamten Körper ab. Ich will ja, dass die Proportionen stimmen. Hm, ist noch nicht ganz stimmig. Die könnte helfen. Ich brauche nur etwas Fell. Das reicht schon. Gut, dass ich eine Schutzbrille aufhabe. Ich schau mal auf meine Berechnungen. Ja, genau. Hä? Was macht denn Luna da drüben? Das Ergebnis ist da. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Wird Zeit, dass ich künstlerisch werde. Tschüss, Wissenschaftskluft. Und los geht's. Ich werde die beste Katze malen. Zeigt uns, was ihr habt, Mädels. Die Zeit ist um. Diese getigerte Katze habe ich gemalt. Zumindest ist da was. Sei nicht schüchtern. Ist sie nicht süß? Sehr schön, Ashley. Wow, die ist wirklich gut geworden. Schau her. Ich zeig dir, wie es geht. Beginne mit dem Wort Cat. Dann bau auf den Buchstaben auf. Ein Kreis für den Kopf, kleine Ohren und natürlich Schnurrhaare. Dann der Schwanz, Bauch und die Pfötchen. Du kannst noch bunte Details einbauen. Wie dieses Orange für Ohren und Wangen. Denk auch an das kleine Gesicht. Ja, ich mache daraus eine graue Katze. Ich muss auch ihren Körper ausmalen. Komplett bis zu den Zehen. Ein paar Streifen werden gut aussehen. Dafür nutze ich ein dunkleres Grau. Ich denke, sie ist fertig. Cool, was? Sie sehen sich irgendwie ähnlich, oder? Stimmt. Oh, was für liebe Mädels. Okay, Zeit für den nächsten Dreh. Was glaubt ihr, wo das Rad landet? Herzen sind uns am liebsten und wir haben das perfekte Modell. Bist du bereit? Eins, zwei, drei, los! So süß! Mein Herz hat er schon. Er ist so süß. Das ist mein Chris. Dein Chris? Er gehört mir. Nein, mir. Oh, sieht so aus, als ob sie sich streiten. Okay, jetzt wird's komisch. Er gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Hey, streitet euch nicht. Halt dich von meinem Chris fern. Nein, du verschwindest. Hey, ihr lasst mir keine andere Wahl. Und? Puh, Einhornmagie wird das Problem lösen.
weil sie so ziemlich alles kann. So hübsch ist er gar nicht mehr. Sorry, Mädels. Er gehört mir. Hä? Hat er schon immer so ausgesehen? Was habe ich mir nur gedacht? Hä? Sein Lächeln sieht anders aus. Ich hasse es zu urteilen. Wir müssen immer noch das Rad drehen. Oh, richtig. Hey, Luna, ist das Chris? Wo? Da drüben ist nichts außer gähnende Leere. Ha, Trottel, die nehme ich. Ich sehe nicht. Wo denn? Meine Stifte sind alle weg. Oh nein! Ashley, hast du sie genommen? Nein, ich habe keine Ahnung. Verdächtigt sie mich? Also, das war nicht sehr nett. Wir brauchen mehr Einhornmagie. Versuch jetzt mal, ihr Zeug zu stehlen. Hilfe! Ist Ashley eingefroren? Oh, die gehören mir. Vielen Dank. Arbeitszeit. Wir malen Herzen, stimmt's? Um das perfekte Herz zu malen, zeichne es in ein Rechteck. Genau so. Und zeichne Linien mit einem Lineal ein. Von oben bis ganz nach unten. Und im Herzen geschwungene Linien. Für diesen Schritt brauchst du kein Lineal. Du kannst dann verschiedene Farben nehmen. Ich male diese Streifen orange aus und die anderen grün und rot. Dann umrande ich das Herz. Ich mache es schön dunkel. Dafür nehme ich einfach einen Bleistift. Mit dem geht's. Und jetzt beide Seiten anpassen. Nur ein paar Schattierungen. Jetzt kommt Weiß für einen Glanzeffekt. Und dann einrahmen. Fertig! Ich finde es toll! Mein Herz ist fertig und in 3D. Okay. Und auftauen. Aber ich habe gar nichts gemalt. Lektion gelernt, hoffe ich. Schau dir mein Bild an. Gefällt's dir? Es ist wirklich schön, Luna. So cool. Sorry wegen des Diebstahls. Schon gut, längst vergessen. Für mich? Dankeschön. Oh, das ist besser. Solange ich Chris habe. Was jetzt? Okay, Mädels. Los geht's. Wo bleibt es jetzt stehen? Hände! Jetzt seid ihr dran. Wir malen Hände, ja? Interessant. Ich habe eine Idee. Schau dir das an. Was ist passiert? Luna, wo bist du? Alles okay? Nur ein kleiner Stromschlag. Ist das der Schatten meiner Hand? Ich habe gerade die beste Idee bekommen. Der Strom ist wieder an. Und wir haben wieder Licht, Mädels. Wuhu! Dann brauchen wir die Taschenlampe nicht mehr. Los geht's. Zeichne zuerst deine Hand nach. Das ist nicht so schwer. Dann verwandle die Hand in einen niedlichen Vogel. Ich setze ein Auge auf den Daumen und auf den Schnabel. Nun braucht er Flügel und Füße. Jetzt kommt noch Farbe dazu. Ich denke orange für den Schnabel und auch für die kleinen Füße. Und dann male ich den Vogel mit weißer Kreide aus. Das ist der einfachste Schritt. Ich muss ihn nur vollständig ausmalen. Weiß nicht, wie ich die malen soll. Vielleicht so? Hä? Das sieht blöd aus.
Was anderes? Wie wär's damit? Oh, ich krieg's nicht hin. Ha! Das ist es! Was zur Hölle? Spinnweben? Uff, hab ein bisschen falsch gezielt. Schätze, ich brauch was anderes. Ich versuch's damit. Zeichne deine Hand nach. Genauso. Rundherum, aber stoppe am Handgelenk. Dann verwandle sie in ein süßes Hündchen. Er braucht natürlich ein Auge. Sieht gar nicht mehr aus wie eine Hand, hä? Jetzt noch ein Halsband. Ich denke, in Orange sieht es ganz gut aus. Was für eine große Zunge. Und die muss ich auch ausmalen. Und er bekommt braunes Fell. Ich male ihn komplett braun aus, damit ihm an keiner Stelle Fell fehlt. Vielleicht hier eine hellere Farbe. Er sieht toll aus. Mädels, die Zeit ist um. Zeigt her, was ihr gemalt habt. Schau dir dieses Meisterwerk an. Ich liebe Hunde. Wow, das waren eure Hände? Wow, unglaublich. Schau dir mal meinen Vogel an. Ist der nicht süß? Wow, deine Ente sieht fantastisch aus. Bemerkenswert. Perfekt. Oh, wie wähle ich die Gewinnerin? Ente oder Hund, wer gewinnt? Sie sind beide so wunderbar. Hm. Zwei Richter für zwei verdiente Gewinner. Einhornmagie, spalte mich in zwei. So geht's. Genau, was ich brauche. Wow, was ist das? Magie? Das habt ihr beide gut gemacht. Also haben wir beide diese Runde gewonnen? Ja! Okay, bereit für die nächste Runde? Ich bin so aufgeregt. Das ist schön. Oh, jetzt wollen wir Giraffen sehen. Hm, wie mache ich das? Oh, das ist kinderleicht. Das schaffe ich sogar im Schlaf. Wenn du das sagst. Hm. Ich weiß. Ich fange mit dem Kopf an. Eine geschwungene Linie. Und jetzt noch ein paar mehr Linien. Hm. Ich hab's. Aber zuerst ein schneller Snack. Hm. Dann ein Nickerchen. So erfrischend. Puh, das Center war riesig. Bin froh, wieder hier zu sein. Und ich habe die Inspiration, die ich brauche. Also an die Arbeit. Zuerst male ich diese vier Zahlen. 1, 2, 3 und 4 bilden ein Quadrat. Und schon geht's mit der Giraffe los. Aus der 1 wird ihr Hals und dann die Beine. Jetzt noch Ohren und der Schwanz. Flecken nicht vergessen. Was für ein kleiner Kerl. Und jetzt zu Nummer 2. Es wird ein Schwan. Was mache ich aus der 3? Flügel natürlich. Ein schöner Schmetterling. Und jetzt zu Nummer 4. Schau dir die Schuppen an. Und da haben wir einen Fisch. Sie sehen alle so süß aus. Dann werde ich sie jetzt ausmalen. Giraffen sind gelb und haben dunkle Flecken. Ist sie nicht süß? Schwäne sind weiß oder grau. Manchmal auch schwarz. Und dieser Schwan ist super elegant. Das Wasser nicht vergessen. Es wird natürlich blau. Ein orangener Schmetterling? Warum nicht? Sieht hübsch aus.
Bezaubernd! Es kommt auf die kleinen Details an. Die Punkte nicht vergessen. Und jetzt zum kleinen Fisch. Ich mache ihn blau, grün und gelb mit rosa Lippen. Fertig! Okay, Mädels, die Zeit ist um. Okay. Oh no. Ich habe gleich vier Tiere. Inklusive der Giraffe natürlich. Wow, unglaublich, Ashley. Gut. Luna? Nur noch eine Sekunde, okay? Ich kann nicht so schnell malen. Das muss reichen, schätze ich. Fertig, die Zeit ist ausgegangen. Oh. Das ist interessant. Na, wenigstens hat sie einen hübschen Kopf, oder? Was für eine traurige Ausrede für eine Giraffe. Bravo! Ihr beide seid wunderbare Künstlerinnen. Ja, sie mag uns beide. Und dieses Einhorn habt ihr zum Lächeln gebracht. Zeit für mehr Magie. Hey, schau dir den ganzen Glitzer an. Mach's gut, Miss Einhorn. Was für ein Traum. Hey, Ashley, wach auf. Hä? Was? Ich habe von einem Einhorn geträumt. Geht's dir gut? Ist das verrückt? Das hat sich so echt angefühlt. Ja, keine blauen Haare mehr, was? Dann lege ich mich wohl wieder schlafen. Vielleicht träume ich nochmal davon. Du und deine Träume. Ich träume nie so ein Zeug. Nichts Besseres als eine kalte Cola an einem heißen Tag. Was zur Hölle? Dieser Becher hatte vor einer Minute noch kein Loch. Warte mal. Erwischt, du Trottel. Dafür wirst du noch büßen, Mandy. Ja, und ich so, hä, woher kommt denn das Auto? Riecht süß. Ich nehme mir das mal. So lecker. Hey, was ist los? Die Wassermelone war für mich. Zu langsam, schätze ich. Du machst mir das Leben mit dir echt schwer. Dann kann ich auch ein bisschen Spaß haben. Sobald du zwei Hälften hast, nimm einen Löffel und hebe zwei Löcher aus. Dann steck ein paar Zahnstocher rein. Sie will meine Wassermelone. Mal sehen, ob sie auch ein Stück mit einer Maus drin will. Viel Spaß da drin, kleiner Kerl. Perfekt. Und los geht's. Er hat sie wieder rumliegen lassen, dummer Jake. Ah, ich werd's dir sowas von heimzahlen, Jake. Hey, guck mal, was ich hab. Hallo? Warum geht er nicht ans Telefon? Jake? Er
er schläft? Hey, hallo. Ist das Schlagsahne? Na, dann mache ich dir mal was auf die Hand davon. Nur ein kleines bisschen. Kitzel, kitzel. Kutschikutschikutschiku. Was ist hier los? Schlagsahne? Die Show, erinnerst du dich? Oh, gib mir 10 Minuten. Wasser bitte. Alles für dich, Jake. Er hat also Durst, hä? Huh? Es geht doch nichts über ein großes Glas Wasser. Mach die Klimaanlage an. Es ist stickig hier drin. Hä? Huh? Okay. Machst du mir auch ein Sandwich? Es ist kalt. Schalte die Klimaanlage aus. Niemand kommandiert mich herum. Das wird's ihm zeigen. Hey. Diesmal schütte ich sehr viel rein. Hey, bring mir eine Limo. Hast du nicht einen wichtigen Termin? Huh? Oh, vielen Dank, du hast mich dran erinnert. Ich muss 5-mal duschen, um das alles abzubekommen. Ich mache nur kurz die Augen zu. Hallo, Mr. Stift. Perfekt. Was geht da wohl in deinem Kopf vor sich? Träume, wie ich sehe. Das bedeutet, es ist Zeit für ein bisschen Spaß. Nicht aufwachen. Hör auf, dich zu bewegen. Handflächen nach oben. Als ob sie mir ein Geschenk macht. Moment, ich hab's. Nichts ist schöner als der Anblick von Blut, wenn du aufwachst. Ich bin sicher, das wird reichen. Der Kleber verleiht der Wunde eine schöne Struktur. Sieht gut aus. Oh, Pommes. Obwohl, lass uns die Fake-Wunde noch ein bisschen aufpeppen. Im Ketchup-Style. Das wird sowas von epic. Was? Oh, meine Hand! Guck, was mir passiert ist! Verletzungen sind nicht lustig, Jake! Moment. Jake? Fein, ich bin nicht mehr sauer. Das war ein echt guter Streich, muss ich sagen. Schnell, hoffentlich gefällt es dir. Wow, bin da. Ich bin bereit. Wow, ein Regenbogen. Echt cool. Die Farbe ist echt schön. Die nehme ich zuerst.
Damit male ich auf den großen Pinsel. Jetzt kommt noch Blau dazu. Und dann Grün und Gelb. Und auch noch etwas Hellblau. Ich male die Regenbogenfarben auf diesen Pinsel. Jetzt fehlt nur noch ein Blatt Papier. Oh yes, das funktioniert. Seht euch diesen Regenbogen an. Perfekt, genau so. Ich bin fertig. Ich liebe Regenbogen. Einen Regenbogeneffekt zu bekommen ist echt voll schwierig. Was? Du bist schon fertig? Ach, was soll's. Sie glaubt, sie wäre besser als ich. Einen Augenblick. Das ist das Geheimnis. Gib den Pinsel her. Hey, what the heck? Das ist meiner. Hol deinen eigenen. Hör auf, meine Pinsel zu klauen, du Dieb. Oh nein. Und er fliegt. Was passiert da? Das sieht aus wie Magie. Wow, das ist eine Disco-Kugel. Sieh nur, wie die funkelt. Zeit für ein Tänzchen. Juhu, Regenbogen-Hex sind absolut genial. Die hier anwesenden Einhörner wollen den Bund der Ehe eingehen. Ich lieb dich. Ah, da kommen mir die Tränen. Wenn es keine Einwände gibt, könnt ihr nun die Ringe tauschen. Der Ring? Natürlich. Oh mein Gott, wo ist er nur? Er war doch in meiner Hosentasche. Hey, das ist ein Notfall. Ich brauche einen Ring. Was ist hier los? Oh mein Gott, er hat den Ring nicht dabei. Okay, wir finden schon eine Lösung. Meine Traumhochzeit wird zum Albtraum. Irgendetwas muss ich doch tun können. Meine Kette. Ich brauche nicht lange. Ich habe Plastikperlen und mein Glätteisen. Ich stülpe Wachspapier über die Glättplatten. Perfekt. Die Perlen ordne ich als Regenbogen an. Und dann drücke ich es zusammen. Genauso. Die Perlen schmelzen wegen der Hitze. Perfekt. Geschmolzen und flach. Nun rolle ich sie als Ring zusammen. Die sehen nicht gut aus. Mal sehen, ob die auch passen. Soweit so gut. Sie passen perfekt. Das ist so genial. Ich bin ein Genie. Dann wollen wir mal. Psst, hier, für dich. Gefangen. Wow, ein Regenbogenring. Sehr schön. Okay, hier ist dein Ehering. Ich werde dich für immer lieben. Ah, ich hab doch gesagt, alles wird gut. Ihr seid nun Mann und Frau. Juhu, Hochzeitsparty. Der DJ ist genial. Ah, so ein schöner Tag. Die Sonne ist so schön und warm. Heute wird ein guter Tag. Ich fühle das. Nice. Ein Eimer voller Popcorn. Oh Mann, riecht das gut. Beeil dich. Das Wetter ist ein Albtraum. Das allerletzte. Der heutige Tag ist furchtbar. Oh, ich habe schlechte Laune. Wow, beruhig dich. Du hast das Popcorn verschüttet. Hier, nimm dir etwas von dem Popcorn. Wow, okay. Was kann ich tun? Ich hab's. Hier kann nur ein Doktor weiterhelfen. Machst du Witze? Du bist kein echter Doktor. Du kannst mir absolut nicht weiterhelfen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, mein Herz ist traurig. So ein Jammer. Ich muss dich aufheitern. Wow, lach doch mal. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine gute Idee. Zuerst brauche ich etwas Popcorn-Mais. Das ist genug. Und nun füge ich Süßigkeiten hinzu. Okay, gut. Deckel drauf und Hitze hochschrauben. Oh, die Süßigkeiten schmelzen und das Popcorn knallt. Okay, mal nachsehen. Das nenne ich gelungenes Popcorn. Darüber würde sich jeder freuen. Hey, sieh mal, hier ist besonderes Popcorn. Was ist das? Wie hast du das gemacht? Das riecht echt gut. Okay, ich probiere mal eins. Einfach wow, 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 wie ein Regenbogen in meinem Mund. Meinem Herzen geht es schon viel besser. Puh, das ging nochmal gut. Ich freue mich für sie. Ich bin sowas von nervös wegen dem Tanzwettbewerb. Hey, uns läuft die Zeit davon. Du bist dran. Komm raus. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Viel Glück. Okay, ich bin bereit. Ich schaffe das. Ich tanze. Ich mache keinen Fehler oder bin stocksteif. Wow, sie tanzt gar nicht mal so übel. Yes, geschafft. Oh, hoffentlich war das gut. Okay, gute Arbeit. Du hast es in das Finale geschafft. Yes, das ist unglaublich. Ich hab's geschafft. Du hast der absolute Wahnsinn da draußen. Danke. Okay, ich bin dran. Go, go, go. Du machst das. Okay, ich zeige ihm diesen Move und diesen. Yes. Das große Finale und tada. Oh, was soll das denn sein? Verlass die Bühne. Sie ist leider nicht weiter. Oh nein. Hey, hey, schon gut, nicht weinen.
Ich bin eine schreckliche Tänzerin. Ach Quatsch, so ein Unsinn. Versuch es einfach nochmal. Wir verpassen dir ein kleines Makeover. Hey, na bitte, du bist kaum wiederzuerkennen. Aber jetzt sehe ich genauso aus wie du. Allerdings, eine Sache fehlt dir doch noch. Wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Oh, schon kapiert. Okay, dann leg mal los. Zuerst kommt blaue Kreide, die ich befeuchtet habe. Die Farbe kommt in die Spitzen deiner Haare. Wow, das sieht gut aus. Du bist genial. Echt cool. Regenbogenfarben stehen meinem Haar echt gut. Okay, jetzt kommt Versuch Nummer 2 mit neuem Look. Oh wow, sie ist ein absolutes Naturtalent. So begabt. Ihr Look haut mich um. Okay, du bist definitiv in der nächsten Runde. Yes, ich bin so glücklich. Vielen Dank. Oh mein Gott, sieh mal dort, da kommt er. Er sieht zu uns rüber. Hi. Oh, er hat mir kaum Beachtung geschenkt. Zieht sie zu mir rüber? Nein? Gut. Ich habe eine Idee. Hey, ich habe den perfekten Plan. Oh wow, ich bin dabei. Eine gute Idee. Okay, zunächst beginnen wir mit einer Herzform aus Plastik. Anschließend wird die Form mit roter Farbe aufgefüllt. Dann gieße ich hellrosa auf die untere, rote Farbe. Das sieht echt gut aus, aber es fehlt noch gelb. Nun kommt wieder hellrosa. Zur Abwechslung kommt noch etwas blau dazu. Echt hübsch. Jetzt nochmal hellrosa und dann smaragdgrün. Okay, die Form ist nun bis oben hin voll. Nun muss es trocknen. Nun brauche ich einen Teller, um es drauf zu legen. Jetzt kann ich es aus der Form nehmen. So viele Schichten, das sieht echt schön aus. Okay, alles ist bereit. Ich bin so nervös, aber da muss ich jetzt durch. Okay, heute werde ich mich hier ernähren. Ah, ich bin so nervös. Nein, nicht wieder weglaufen. Hey, das ist für dich. Echt? Du hast auch ein Herz gemacht? Das ist unglaublich. Oh, zwischen den beiden scheint es zu funken. Hey, was geht? Wow, das ist mal eine krasse Mähne. Die Farben gefallen mir echt gut. Hm? Was macht sie denn da? Hey, ich habe ein neues Skateboard. Was? Und schon bin ich vergessen und hätte nur Augen für sie. Das verlangt etwas Einhornmagie. Ja, danke. Das habe ich selbst. Wow, was ist denn jetzt passiert? Yes, das hat funktioniert. Jetzt ist er unbeeindruckt. Oh, das war sie. Dafür werde ich mich rächen. Na, warte du. Dann würde ich es dieses Mal noch schöner dekorieren. Ich beginne mit Rot. Aber es werden noch mehr Farben folgen. Wie ein Regenbogen. Es fehlt aber noch etwas. Ich füge Rasierschaum hinzu. Das wird richtig gut. Okay, perfekt. Jetzt kommt schwarze Farbe hinzu. Ich sprühe das Board komplett in Schwarz ein. Dann wasche ich den Rasierschaum ab. Das Wasser spült ihn einfach ab. Soweit so gut. Mein Skateboard ist fertig. Hey, zieh dir mal mein Board rein. Wow, wie hast du das gemacht? Bye. Das sieht so cool aus. Das will ich auch haben. Oh, alles ist hier so grau und farblos. Hä? Was ist das da auf dem Sofa? Wow, ein Poppet. Und Regenbogenfarben noch dazu. Es ist so schön und macht so viel Spaß. Wow, irgendwas passiert hier. Oh mein Gott, weg mit dir. Was zum... Was passiert hier gerade? Ich muss wohl träumen. Ich stupse sie nur mal kurz an. Oh, hallo du. Hi, oh mein Gott, deine Haare sind so hübsch. Meine sind so langweilig. Sei nicht traurig. Wir können deinem Leben etwas Farbe verleihen. Und wir beginnen mit deinen Haaren. Oh, ich weiß nicht. Vertrau mir, das wird hübsch. Ich trage einfach rosa Farbe auf, um dein Haar aufzupeppen. Und etwas Gelb hier. Und auch noch etwas Grün. So, ich bin fertig. Wie gefällt es dir jetzt? Haben meine Haare wirklich bunte Strähnen? Oh, wow. Ich fühle mich viel strahlender als vorher. Oh, aber wir sind noch nicht fertig. Schau her, ein bisschen magisches Glitzer. Wow, es lässt einfach Dinge erscheinen? Genau, jetzt können wir auch deine Haare zum Glitzern bringen. Ein paar von diesen Sternen sollten ausreichen. Und auf die anderen Farben tragen wir Steinchen auf.
Oh, ich mag diese kleinen Dreiecke in Bernsteinfarbe. Du leuchtest jetzt schon um einiges heller. Diese Steinchen sehen so schön aus in deinem Haar. Wow, ich fühle mich besser. Nicht mehr so düster und traurig. Nun, das freut mich sehr. Oh, meine Klamotten sind immer noch total langweilig. Ja. Aber ich wette, da kann ich auch was ändern. Wow, was passiert hier mit mir? Keine Angst, das ist die Einhornmagie. Halt dich nur gut fest. Oh mein Gott, mein Kleid! Und das war ganz einfach. Alles, was du brauchst, ist ein weißes T-Shirt und etwas Plastik. Schneide die Schmetterlingsform aus dem Plastik aus und trage dann verschiedene Farben auf eine Farbrolle auf. Du kannst natürlich beliebige Farben nehmen, aber ein Regenbogen ist immer toll. Jetzt muss alles nur noch bemalt werden. Rolle die Farbe einfach hoch und runter. So, fertig. Entferne das Plastik und sieht es nicht toll aus? Wow, Einhorn! Unglaublich, wie einfach das doch ist. Vielen Dank. Ich fühle mich einfach fantastisch in diesen hübschen Farben. Oh, aber deine Wände sind ziemlich langweilig. Da muss ich vielleicht auch was ändern. Es ist Zeit, diesen Raum aufzupeppen. Und wir brauchen nicht mal Magie. Ja, ich muss nur sicher gehen, dass das Klebeband schön gerade ist. Und ich klebe kleine Streifen zwischen den beiden Linien an. Ich will, dass es am Ende wie Ziegelsteine aussieht. Einhorn, schau! Oh, so süß! So sehe ich also aus. Entzückend! Jetzt ist es wieder an der Zeit, die geliebte Farbrolle einzusetzen. Diesmal malen wir breite Streifen in verschiedenen Farben. Ich liebe es zu streichen. Es hat etwas so Beruhigendes an sich. Und der letzte Streifen. Wir sind am Ende der Wand angekommen. Wow! Na, das nenne ich mal eine Regenbogenwand. Jetzt ist es etwas getrocknet und wir können das Klebeband abziehen. Oh, das Abziehen macht so viel Spaß. Ich liebe dieses Geräusch. Okay, die kleinen Streifen sind weg. So cool, aber lass uns auch den Rest des Klebebands entfernen. Schön abziehen. Schau mal, Ava. Ich ziehe zwei gleichzeitig ab. Es ist vollbracht. Wow, es sieht noch besser aus als erhofft. Eine hübsche Regenbogen-Backsteinmauer. Ava, gefällt es dir? Ja, sieht toll aus. Wunderbar. Oh, aber dieses langweilige Sofa. Ob ich? Vielleicht könnte ich? Ja, ich weiß genau, was zu tun ist. Entschuldige, Süße, aber ich muss das Sofa erstmal entfernen. Oh, wow. Wie hast du das gemacht? Und wo ist das Sofa hin? Ha, ich habe etwas Einhornmagie eingesetzt. Und jetzt könnte ich deinen Ballon ganz gut gebrauchen. Rein in den Beutel damit. Und was soll ich jetzt machen? Oh, ganz einfach. Puste bitte noch ein paar Ballons auf. Oh, natürlich, das mache ich. Tolle Arbeit. Du pustest weiter und ich stopfe weiter. Immerhin brauchen wir jede Menge davon. So viele Ballons. Du machst das toll. Der gelbe hier ist der letzte, den wir brauchen. Okay, ich schließe den Beutel und öffne diesen kleinen Verschluss. Der Staubsauger passt da genau drüber. Schau, er saugt die ganze Luft ab. Und wenn wir fertig sind, setze ich den Verschluss wieder auf. Ava, schau mal. Ich lege es einfach zu den restlichen Ballontüten. Jetzt hast du ein neues Sofa aus bunten Luftballons. Wow, darf ich mich draufsetzen? Natürlich, ich komme mit. Wow, so gemütlich. Und es federt auch total. Ich liebe es. Weißt du was? Wir brauchen etwas Licht in diesem Zimmer. Ich schiebe nur diese Kommode zur Seite. Komm schon. Warum bist du denn so schwer? Okay, das reicht. Ich brauche jetzt meine ganze Kraft. Oh, Ava, ich kann doch einfach Einhornmagie benutzen. Wow, danke. Jetzt lass mich nur noch den Vorhang abhängen. Ich brauche nur einen kurzen Moment. Ava, du bist so süß. Komm, ich helfe dir damit. Oh, danke. Ich habe mich da etwas verfangen. Nun, wie wäre es, wenn wir etwas tun, damit das nicht nochmal passiert? Wir beginnen mit diesem Garn. Ich wickle es um meine Hand und zwar so. Gut, wenn ich genug habe, ziehe ich einfach meine Finger raus. Dann wickle ich mehr Garn um die Mitte. Ich binde es zusammen und greife dann zur Schere. Ich will die Schlaufen nämlich so aufschneiden. Ich muss wirklich alle erwischen und ich lasse ein kleines Schwänzchen. Perfekt. Jetzt habe ich einen süßen kleinen Bommel. Der kommt zu den anderen Farben, die ich bereits gemacht habe. Ich habe den Faden dran gelassen, damit ich es anbinden kann. Ich schneide den überschüssigen Faden ab und fertig. Tada! Ein neuer Vorhang für dein Fenster. Ist das nicht total niedlich? Sie bringen mich einfach zum Lächeln. Sie haben alle verschiedene Größen und Farben. Im Sonnenlicht sehen sie echt toll aus und schenken dem Raum so viel Farbe. Ich liebe sie, Einhorn! Vielen Dank für das Kompliment, Ava. Oh, aber es gibt hier immer noch einiges zu tun. Ein paar weitere kleine bunte Bällchen könnten mir hier aushelfen.
Und jetzt ist es an der Zeit, meine bewährte Heißklebepistole zu zücken. Ich trage etwas Kleber auf den Ball auf und klebe ihn an den Hocker. Dann mache ich das Gleiche mit den anderen. Tada! Ava, schau! Dein neuer Hocker! Du musst nicht mehr auf dem Boden sitzen. Wow, so bequem! Danke, Einhorn! Und ich habe dir dieses Bild gemalt. Du hast das für mich gemalt? Wow, vielen Dank! Ich hänge es direkt hier an die Wand. Oder vielleicht hier. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme diese leere Leinwand und etwas Heißkleber. Ich habe eine schwungvolle Linie gemacht und lege nun Garn darüber. Dann gebe ich weiteren Garn in verschiedenen Farben hinzu. Denn wie ihr wisst, wollen wir alles schön bunt gestalten. Komplett nach unten bis zum Rand der Leinwand. Nur noch ein letztes Stück Garn und fertig. Das Kunstwerk ist fertig. Und wir können es direkt neben all deine anderen Bilder hängen. Wow, Einhorn, ich fühle mich wie in einer Galerie. So viel Kunst, das macht mich so glücklich. Das freut mich so sehr. Wir haben dein Zimmer wirklich aufgepeppt. Dank der Regenbogenwand und dem Sofa und natürlich der Kunstwand und dem Vorhang. Aber eine Wand gibt es noch. Puff, ich weiß echt nicht, ob wir die so lassen können. Zeit für mehr Einhornmagie. Ein mächtiger Sprung. Nur ein bisschen mehr Kraft und fertig. Ist das alles? Oh, ups, das sollte eigentlich etwas größer sein. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Nur etwas mehr Kraft. Sicher, okay. Wie du meinst. Hier kommt der Rest der Magie. Oh, ein Puppenhaus. So etwas wollte ich schon immer haben. Okay, nun, ich bin noch nicht ganz fertig. Hab bitte noch etwas Geduld. Ich schätze, dieser Zauber braucht mehrere Anläufe. Dieses letzte bisschen sollte aber ausreichen. Ah, das gibt's nicht. Da ist es. Das wollte ich schon die ganze Zeit herzaubern. Los, rein mit dir. Wie cool, eine Burg für mich alleine? Und in der perfekten Größe? Hey, Ava, gefällt dir deine Burg? Gut, komm mal raus. Bin wieder da und ich liebe meine Burg. Nun, wir haben deinem Zimmer ein tolles Regenbogen-Makeover verpasst. Ja, genau. Vorher war es so farblos und total langweilig. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte, Ava. Aber eine Sache muss ich noch tun. Halte nur kurz still. Oh, nee. Wächst mir da ein Horn? Werd ich auch zum Einhorn? Ja, jetzt kannst du ein Einhorn sein, genau wie ich. Davon habe ich immer geträumt. Jetzt sind wir Einhornschwestern. Ich probiere direkt mal meine Magie aus. Oh, schau nur, Ava. Dein allererster Einhornregenbogen. Wow. Ja, und ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Und meine Arbeit ist erledigt. Das war der beste Tag meines Lebens. Oh, sie ist weg. Ich werde sie niemals vergessen. Mach's gut. Oh, mach langsamer. Ja, wow. Ich bin der ultimative Champion. Nein, mein Lollipop. Warte kurz. Er ist hier runtergerollt, oder? Ich fühle ihn nicht. Was? Was zum... Ups, sorry. Wo ist er? Was ist das? Das ist nicht gut. Da ist dein Lollipop, Liam. Sind ihm etwa Haare gewachsen? Den kann ich nicht mehr essen. Das kannst du wohl laut sagen. Oder etwa doch? Na? Nein, vergiss es. Liam, komm schon. Warte kurz. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich habe Lust auf einen Snack. Aber natürlich. Schneide wie ich ein Stück Apfel ab. Tunke ihn in Joghurt. Streue bunte Zuckerstreusel darüber. Warte, bis sie trocken sind und genieße sie. Oh, Liam. Ich habe einen Lollipop für dich. Oh. Vergiss, was du gesehen hast. Oh, yay. Ist einen Lollipop mit mir. Der ist viel größer als mein gelber Lutscher. Und saftiger. Gut, dass du gleich mehr gemacht hast. Die sind fantastisch. Wow.
Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack. Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah! Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Puppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Willkommen auf der Party, Leute. Lass uns auf die Gäste warten. Yeah. Willst du Süßigkeiten essen, während wir warten? Nur gelb ist doch langweilig. Die Party hat auch das Motto grün, Emma. Siehst du? Das macht schon mehr Sinn. Du glaubst, grün wäre besser? Gelb kommt in die Mitte. Grün. Ja. Ach ja? Na, warte, du. Ich bin bereit für eine Challenge. Bist du dir da ganz sicher? Das ist unfair. Gelb ist doof, Emma. Nein! Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh je. Wir müssen nochmal von vorn beginnen. Es sei denn, ich hab's. Willst du die Farben miteinander vermischen? Lass grün als erstes schmelzen. Dann gibst du Schlagsahne hinzu. Ist das vermischt, gießt du es in geneigte Gläser. Füll die Gläser nicht komplett auf. Dann gibst du das Gelb hinzu. Lass sie abkühlen und genieße sie. Juhu! Hat hier jemand Lust auf Süßigkeiten? Zitronen- und Limettengeschmack. Lasst es euch schmecken. Die sind fest. Die muss man rauslöffeln. Mmh. Ran an die Löffel. Was für eine Party. Ach, ich habe so große Lust auf Brot. Zeit für einen Toast. Während es toastet, schneide ich Butter. Oh, naja. Sind sie fertig? Die sind gut durchgetoastet. Oh, jetzt kommt die Butter drauf. Ich liebe viel Butter. Wieso löst sie sich nicht vom Messer? Hallo? Hör auf zu kleben, okay? Oh, das ist unmöglich. Runter mit dir. Ruhig bleiben. Jetzt geht es dir an den Kragen. Dann mal los. Emma, was ist denn hier los? Jetzt kommt die harte Tour. Und Netz. Okay. Wow, beeindruckend. Sie sind immer noch dran. Nochmal. Noch ein Apfel? Wow. Voll cool. Probier's mit einer Kiwi und Orange. Hat hier jemand Obstsalat bestellt? Wir haben nämlich frisch gemachten Obstsalat für euch. Ah! Eine noch. Hiya! Echt jetzt? Was hat die Butter für ein Problem? Ich habe eine Idee. Wickel die Klinge in Wachspapier ein und die Butter wird nicht mehr festkleben. So kann man die Stücke sofort benutzen. Stelle sie am besten in einen Behälter.
Leg sie auf eine Toastscheibe und verteile die Butter. Guten Appetit! Und dann gebt ihr Mehl hinzu. Gibt es noch Fragen? Seid ihr noch wach? Ja, Sir. Okay, passt gut auf. Seht ihr die? Eure Aufgabe ist es, Sandwiches zuzubereiten. Na los, fangt an. Okay, dann mal los. Halt, was muss ich machen? Ich befolge keine Rezepte. Ich benutze einfach das, was mir gefällt. Hey, schummeln ist nicht erlaubt. Langweiler. Ich kann bestimmt abschauen. Oh nein, sein Glas. Ich fange es. Ja, hat das jemand gesehen? Ich behalte das Glas einfach. Und vielleicht benutze ich es sogar. Zuerst staple ich die Zutaten übereinander. Und steche sie mit dem Glas aus. Nun kommt der lustige Teil. Tunke es in Ei und Mehl. Noch mehr Mehl. Noch mehr. Und jetzt wird es frittiert. Schaut mal, wie das blubbert. Aufschneiden und das Fleisch mit dem Käse genießen. Einen Tipp gibt es dazu auch. Hey, Herr Lehrer, ich bin fertig. Und die Zeit ist um. Was in Himmelsnamen ist das? Bellissimo, fantastisch. Naja, ich bin eben eine gute Köchin. Bist du noch nicht fertig, Leon? Was? Was? Das nächste Mal kriegst du auch einen. Steht das auch im Rezeptbuch? Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich Hellrosa. Die ist sehr schön. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Eine Regenbogenparty? Das wird super. Ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank. Was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh Moment, meine Farben. Das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten. Das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und male damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel. Die kommen hier hin. Das sieht gut aus, aber es ist eine Regenbogenparty. Es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits im Einsatz ist. Perfekt, auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool! Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Ich hab's! Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wär's mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig! Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh my gosh, die blauen Sommersprossen sind voll putzig. Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogen-Make-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter! Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht's richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Das Wasser ist nun heiß genug für die Suppe. Ah, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Das schmeckt auch echt gut und ist wohltuend. Mal sehen, was es in der Glotze so gibt. Ich schalte besser um. Hey, ihr da draußen! Heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt mit! Das ist mein Partyraum und hier spielt ein DJ rund um die Uhr. Ein DJ. Sieht funky aus. Oh, mein Fernseher spackt ab. Na los! Und das ist mein Büro mit meinem neuen PC und meinem Gaming-Lenkrad. Yep, ich bin die Beste. Wenn ich mich vom Stress erholen will, nehme ich ein Bad. Wow! Heiß! Und wenn ich müde bin, decke ich mich einfach mit meinem Geld zu. Alter, ich sollte aufhören, das zu schauen, sonst werde ich noch neidisch. Ich sollte mich erstmal sauber machen. Ich wünschte, ich hätte solche Badebomben. Aber stattdessen muss ich nun diesen kratzigen Schwamm benutzen. Oh Mann, jetzt ist mir auch noch die Seife runtergefallen. Wo ist meine Seife? Da ist sie ja. Komm zurück. Diese bunten Badebomben gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, ich beginne mit einer leeren Schüssel und gebe Backpulver hinzu.
Das gebe ich in die Schüssel. So viel sollte reichen. Fehlt nur noch etwas Zitronensäure. Und es kommt noch etwas Kokosöl hinzu. Das duftet. Nun vermische ich die Zutaten miteinander. Das Pulver wird etwas klumpig. Perfekt, ich habe eine große und viele kleine Schüsseln. Für die Farbe brauche ich Lebensmittelfarbe. Das wird richtig schön. Das vermischt sich gar nicht so einfach. Ich muss echt weiterrühren. Zeit für die Silikonform. Die Schüssel mit dem weißen Pulver habe ich glatt vergessen. Ab in die Form damit. Ich gebe das Pulver mit einem Löffel in die Form hinzu. Okay, und nun will ich die Farben hinzufügen. Die bedecke ich dann noch mit mehr weißem Pulver. Sehr gut, die bunten Stücke werden nun bedeckt. Die Oberfläche bespritze ich mit etwas Antiseptikum, damit es zusammenhält. Soweit, so gut. Und nun kann ich es aus der Form nehmen. Okay, ich kann es kaum erwarten, diese Badebomben zu benutzen. Meine Badebombe ist noch viel besser, weil ich sie selbst gemacht habe. Ab ins Wasser damit. Wie das blubbert und schäumt. Seht nur, da sind die ganzen Regenbogenfarben. All diese Farben machen mich so glücklich. Zum Glück habe ich die Suppe verschüttet. So ein toller Tag. Hey, was ist los? Wo bist du? Sorry, ich bin schon unterwegs, versprochen. Oh nein, so viele bunte Kleidung. Und ich bin ganz in Weiß. So lassen die mich bestimmt nicht rein. Oh nein, ups, das ist echt übel. Moment, bist du das da drüben? Hey, siehst du mich? Ich muss schnell was unternehmen. Kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, in der Mülltonne? Das ist das Allerletzte. Aber meine einzige Möglichkeit. Aus der Bahn, Mülltonne, hier komme ich. Das war er sicher nicht. Puh, das war echt knapp. Sie hätte mich beinahe gesehen. Voll eklig hier drin. Au, was zum Geier? Meine Künstlerkarriere ist offiziell im Eimer. Ha? Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht wahr, Glitzer. Okay, ich habe eine Form und gieße Glitzer hinein. Das Rot sieht echt schön aus. Ein Streifen davon reicht. Nun kommt noch goldenes Glitzer hinzu. Was für ein Glitzerregen. Grün als dritte Farbe passt spitze und die restlichen Farben auch. Nun drücke ich meine Hand in das Glitzer. Na sieh mal einer an, wie schön das glitzert. Okay, so kann ich mich wieder zeigen. Jetzt zu meinen Händen. Yeah, mit der richtigen Brille ist der Look perfekt. Zeit für die Party. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Babe, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Unfassbar, dass du mich so lange hast warten lassen. Ja, aber was sagst du zu meinem selbstgemachten T-Shirt? Oh, das hast du selbst gemacht? Wow, das ist echt beeindruckend. Hey, wir sind bereit für die Party. Ich werf mal einen Blick auf euch. Okay, ihr dürft rein. Ich bin so gespannt, was man uns heute präsentieren wird. Oh, da ist die erste Teilnehmerin mit ihrem Gericht. Okay, also zeig uns mal, was du für uns zubereitet hast. Ja, okay, also ich habe meinen Lieblingsnachtisch gemacht, die Bananenbrotparty. Was zum Geier ist das? Wie Sie sehen können, habe ich alles garniert. Ich wollte, dass das Essen und die Farben für sich sprechen. Das ist nur Frucht und Süßkram. Hier kommt dein Ergebnis. Wie bitte? Wollen Sie mich mit dem Ergebnis beleidigen? So, der nächste Teilnehmer bitte. Hallo, das ist mein erstes Gericht. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich koche schon seit meiner Kindheit, wissen Sie? Ach ja, mein Gericht natürlich. Hier ist es. Ich habe ein Marshmallow-Minzbonbon getränkt in Karamellsoße. Was? Liegt da überhaupt irgendwas auf dem Teller? Das ist ja winzig. Ja, also, gesehen, gesagt. Er redet ja auch immer noch. Sowas von anstrengend. Was? Ist das wirklich mein Ergebnis? Oh. Ich hätte mir mehr von diesem Wettbewerb erhofft. Alles gut. Mir geht's gut, Leute. Aber ich glaube, ihr habt mein Gericht nicht verstanden. Hi, ich bin auch noch da. Ein Kind? Wirklich? Als ob ein Kind bei uns mithalten könnte. Okay, also hier ist mein Gericht. Wow, das ist ein wunderbarer Regenbogenkuchen. Der ist absolut überwältigend. Regenbogenfrosting ist ganz einfach. Nimm dein buntes Frosting und ordne es nebeneinander auf einer Folie an. Nimm so viele Farben, wie du für deinen Regenbogen willst. Genau so. Und zu guter Letzt noch etwas lila. Nun rolle ich das mit der Folie zusammen. Die Folie muss eng zusammengerollt werden, aber nicht zu eng. Die Farben sollten sich nicht vermischen. Nun schneide ich die Spitze ab. Und dann kommt die Folie mit den Farben in einen Spritzbeutel. Okay, wir sind bereit, den Kuchen zu dekorieren. Hier kommt das Regenbogenfrosting. So cool, es hat geklappt. Sieht echt gut aus, oder? Und nur noch etwas hier und da. Der Rand ist fertig.
Die Mitte sieht noch etwas undekoriert aus. Es geht hier schließlich um einen Wettbewerb. Alles muss also perfekt sein. Tada! Mein Kuchen ist fertig. Gefällt er euch? Unglaublich, der Kuchen wurde unmöglich von ihm gebacken. Und hier ist dein Ergebnis. Juhu! Was? Soll das ein Witz sein? Wie ist das nun möglich? Was jetzt? Huh? Es wird Zeit, kreativ zu werden, Leute. Hier ist eure erste Challenge. Ein Wassertropfen. Wirklich? Oh ja, viel Spaß. Warte, ich weiß, was ich mache. Und der Anfang ist besonders wichtig. Der Wassertropfen ist meine Inspiration. Was kann ich aus dieser Form machen? Oh, guck dir diesen Fußabdruck an. Los geht's. Eine kräftige Umrandung ist sehr wichtig. Die macht alles schön auffällig. Genau wie meine Persönlichkeit, könnte man sagen. Okay, weiter geht's. Schattieren. Das gefällt mir sehr. Mit Weiß wirken sie noch lebendiger. Siehst du, was ich meine? Und fertig. Guck. Die sehen nass aus. Wow, echt schön. Danke. Die sehen wirklich nass aus. Ich muss nachdenken. Ja, yep, ich bin fantastisch. Das werden wir ja noch sehen. Niemand darf meins sehen. Wie geheimnisvoll. Okay. Fertig? Ich denke schon. Cool. Die sehen auch nass aus, stimmt's? Darf ich anpassen? Hey. Wie hast du das gemacht? Das klebt ja an mir. Oh nein. Haha, voll erwischt. Hoffentlich geht das wieder ab. Hier. Und wer gewinnt? Hey, guck dir mein Meisterwerk an. Wow, das ist überwältigend. Und deins? Tada, guck. Oh, das ist interessant. Interessant? Lexi gewinnt. Wuhu! Oh, sorry, Leo. Aber nur ein bisschen. Was kommt nun? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Mathe. Ach je. Das ist nicht schlimm, es geht nur um Kunst. Versteht ihr? Cool. Phew. Na gut, fangt an. Hm? Ich habe die Zahl 5? Ich habe nur 12. Ist viel höher als die 5. Ha, findest du das witzig? Nein, bitte! Lauf lieber weg! Wie unhöflich! Warte mal, mein Dinosaurier. Ich weiß, was ich mache. Und die 5 hilft mir dabei. Naja, das war mal eine 5. Jetzt ist es mein kleines Monster. Man erkennt die Zahl kaum noch. Oh, sieh dir seine kleinen Füße an. Die kompensieren seine gruseligen Beißerchen. Mit denen kann er sehr gut knurren. Aber ohne Farbe geht's natürlich nicht. Grün ist perfekt. Wow, sieht gut aus. Ich habe die Zahl 5 zum Leben erweckt. Ciao. Ach, komm mir nicht zu nahe. Ich werde dich zerschneiden. Hier. Nicht ganz, was ich brauche. Ah, ich weiß. Aus der 12 mache ich den Gewinner. Am Ende wird alles passen. Noch ein paar gerade Linien. Und etwas Neues entsteht. Erkennst du schon, was es wird? Ich gebe dir einen Tipp. Es knurrt auch sehr gerne. Ein kleiner Löwe. Und meiner hat knallrote Haare. Feurig, oder? Und sein Körper wird leuchtend gelb. Die Beine darf ich nicht vergessen. Und fertig. Rah! Hab große Angst. Ich werde dich auffressen. Dieses kleine Ding, der macht mir keine Angst. Wow! Na egal. Wer hat gewonnen?
Die sind beide großartig. Der Löwe! Yes, geschafft! Und der Dinosaurier! Wir haben beide gewonnen. Okay, das ist cool. Bereit für die nächste Challenge? Setzt eure Denkhütchen auf und haltet eure Pinsel bereit. Oh, wir sind sowas von bereit. Ich sowieso. Hier muss ich sehr vorsichtig sein. Die Kanten sind schwierig. Und diese Lippen. Das wird echt gut. Ich bin gut in diesem Realismus-Kram. Wow, ich komme gut voran. Wirklich sehr schön. Wow, so flexibel. Wie eine Windmühle. Oh. Wow. Und wie findest du es? Das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann es kaum glauben. Hat sie gerade geblinzelt? Ziemlich cool, oder? Moment mal, was ist hier los? Ist das... Nein, das ist eine optische Täuschung. Lüg mich nicht an. Nein, mache ich nicht. Das ist eine Challenge. Ich weiß. Wow, das war ja verrückt. Verrückt geil. Hallo, jemand zu Hause? Juhu. Ah, ich weck den auf. Oh, oh je, ich bin eingenickt. Ganz offensichtlich. Okay, nun ist Barbie-Zeit. Bereit? Los. Barbie, ich liebe Barbie. Was? Als ob ich mit Barbies spiele. Okay, gut. Was soll's? Willst du einen Snack? Ich hab eine Idee. Was malt ihr denn da? Fast fertig. Nein, der Albtraum eines jeden Künstlers. Oh, ich hoffe, ich habe hier noch einen drin. Was? Ups. Nein, das nicht. Ein Bänder? Kleber? Mit dem kann ich was anfangen. Hey, das kann ich nehmen. Oh yeah. Aber zuerst Kleber. Ich fange mit den Haaren an. Und meine Barbie bekommt eine Mähne. Okay, der Kleber ist drauf. Und nun den Oregano drüber streuen. Tada, wir haben Haare. Aber etwas Glanz fehlt noch. Und was ist besser als Gold? So geht's. Wie findest du es? Sieht für mich nach Sieg aus. Wow. Hey, meine Hände sind beschmiert. Vielleicht ist das ganz gut. Zuerst alles vorbereiten. Ich brauche viele Farben. Ups. Nun kommt Wasser dazu. Schau nur, wie sich der Zauber entfaltet. Wow, siehst du das? Schnell, Barbie, leg dich hin. Das ist fast wie beim Friseur. Aber viel süßer, wenn du verstehst, was ich meine. Wow. Ja, oder? Hallo, Regenbogenhaare. Sieht das nicht fabelhaft aus? So bunt. Mir gefällt's total gut. Also, welches ist besser? Meins? Oh, wow, dieses Haar ist fantastisch. Und meins? Die Farben des Regenbogens. Alle in einem Haarschopf? Wow. Ich entscheide mich für Lexi. Du hast gewonnen. Yay, wir haben's geschafft. Och, Manno. Okay, die sind schön. Ich bin bereit, mir den Bauch vollzuschlagen. Aber zuerst müssen wir am Rad drehen. Pink wie Himbeeren. Hey, wieso habe ich nichts zum Essen? Ist das alles für mich? Davon könnte eine ganze Familie satt werden. Kann man das überhaupt zusammen essen? Ich hab's. So sollte es gehen. Sieht schon viel besser aus. Es fehlt noch etwas. Geschmolzene Schokolade. Sieht aus wie pinker Regen. Süßer, schokoladiger Regen. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein Zuckerhagel. Wow, das sieht gut aus.
Ich muss nur noch eine Sache herausfinden. Schmeckt es auch so gut, wie es aussieht? Vergiss nicht zu atmen, Tina. Dann benutze ich mal diesen Kamm. Ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen. Moment mal, da passiert etwas. Das wird total toll aussehen. Luna? Deine Haare. Oh, meinst du meine Einhornmähne? Das sieht so hübsch aus. Hey, willst du tauschen? Tauschen? Oh, von mir aus. Der sieht zum Anbeißen aus. Was hast du getan? Und, passiert schon was? Unfair. Was hast du dir nur gedacht? Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Ich werde gewinnen, Luna. Vergiss es. Bloß nicht blinzeln. Ah, ich hab geblinzelt. Ja, gewonnen. Gelb wie Zitronen. Wow, der Lutscher ist ganz schön riesig. Schmeckt gut. Der ist bestimmt lecker. Aber ich habe etwas Besseres. Das sieht witzig aus. Einfach umdrehen und losnaschen. Aber was ist das? Wow! Hey! Sie ist verrückt nach Bananen. Zum Glück habe ich meine Lutsche. So zitronig. Ich will ein Stück abbeißen. Mann! Ich hab's. Mit etwas Hitze sollte es klappen. Zeit für etwas Action. Hey, der Lutscher schmilzt. Das klappt super. Ein erfrischendes Getränk für mich. Spritzige Zitronenlimonade. Juhu. Hey, willst du eine Banane? Du bist dran, Tina. Blau wie Blaubeeren. Hey, was ist das denn? Hast du eine Idee? Und ich? Blaubeer Cake Pops. Den muss ich probieren. So saftig. Aber was ist das denn? Ist das eine Nachricht? Da steht etwas von Wasserflaschen. Ich war noch nie gut im Rätseln. Versuch's du mal. Mal sehen. Zwei Wasserflaschen also. Eine davon steht auf dem Kopf. Ah, ich habe das Rätsel gelöst. Jetzt pass auf. Vorsichtig und umdrehen. Wow, das ist fast wie Magie. Sieh nur, wie das sprudelt. Die Zuckerperlen strömen nach oben. Wahnsinn. Man könnte denken, sie wären magnetisch. Ein echter Blauperlenstrudel. Hey, schau mal, Tina. Toll. Dreh die Flasche nochmal um. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin dran. Nein, ich. Hey, du warst erst dran. Loslassen. Der Zeiger ist wohl auf Orange gelandet. Wozu soll der Deckel gut sein? Da stimmt doch was nicht. Eine Fanta-Party. Du bist so kindisch. Ich nehme mir diese Dose. Ups, war ich das? Hey, wie mache ich denn jetzt die Dose auf? Anfängerin, sieh her und staune. So erfrischend und spritzig. Ich hab's. Mit dem richtigen Werkzeug kriege ich sie auf. Jetzt kann ich auch Fanta trinken. Und dazu noch aus einem so edlen Glas.
Schon besser. Also wenn schon edel, dann richtig. Das sollte reichen. Hey, vorsichtig, sonst brechen sie. Ein Gläserbrunnen der Extraklasse. Hier ist das perfekte Glas für die Spitze. Los geht's. Was ist noch edler als ein Brunnen? Ein Fanta-Springbrunnen. Dann mal Prost. Welches nehme ich nur? Dieses Glas. Luna? Stopp! Yeah! Luna? Willst du drehen? Na klar. Rot wie Erdbeeren. Wow, so eine winzige Kaugummimaschine. Aber wie kriege ich die noch raus? Jetzt ich. Was ist das denn? Eine Handrassel. Hier steht drehen, aber nichts passiert. Hallo? Ich will meine Kaugummis. Das hat mich erschreckt. Aber es war ein guter Schreck. Die roten schmecken am besten. Bravo! Hey, das ist aber nicht essbar. Du musst es umdrehen. Ach so. Mein Fehler. Hey, das kann man trotzdem nicht essen. Oh, denk doch mal nach, Tina. Die Kappe. Oh, um an das Süße zu kommen, muss man richtig schuften. Mmh, so süß. Hoppla. Du bist an der Reihe, Tina. Es dreht sich immer noch. Gleich stoppt es. Hey, das sind mehrere Farben. Das ist es. Und, bist du bereit? Tada! Ein Luftballon in Regenbogenfarben. Hast du das gehört? Wow! Ganz schön bunt. Und süßes obendrauf. Das ist meins. Nein, das ist meins. Jetzt gib schon her. Na, warte, du. Ich gebe nicht auf. Stopp! Wer als erstes aufgegessen hat? Gute Idee. Drei, zwei, eins und los! Der Gewinner kriegt die Schokolade. Ich esse so schnell, wie ich kann. Komm schon, schneller. Hä? Wie bist du schon fertig? Dein Mund ist viel größer als meiner. Und die Schokolade passt auch noch hinein. So eine riesige Schokolade. Hm, den Sieg lasse ich mir schmecken. Ich hoffe, du kriegst Bauchschmerzen davon. Lass uns das Rad drehen. Wo wird's wohl stehen bleiben? Ein Regenbogen. Wie aufregend. Wow, wo kam das denn her? So viele Poppets auf einmal. Wow, Sarah, sieh mal da. Wow, ich bin ganz schön neidisch. Eine Glocke? Ist das alles? Okay, dann muss ich sie vielleicht läuten. Oh, wow, ein tanzendes Einhorn. Echt cool. Danke, Mr. Einhorn. Bye. Einhorn-Cornflakes, lecker. Sieht wirklich lecker aus. Los geht's. Wow, ich habe noch nie so viele Poppets gesehen. Das wird richtig lustig werden. Hört das auch nochmal auf? Noch mehr. Träume ich etwa? Es ist wieder voll. Das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Das macht echt Laune. Okay, ich bin dran. Zum Glück habe ich immer eine Schüssel und Milch dabei. Okay, bin bereit. Oh, so bunt. Das schmeckt bestimmt richtig gut. Perfekt. Mindy? Alles okay? Alles gut. Okay. Ich bin gleich bei dir. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
Sollen wir zusammen drehen? Blau. Sieh mal, ein Ring. Ich habe eine Limo. Ob der mir passt? Hast wie angegossen. Endlich habe ich meine Traumfrau gefunden. Willst du mich heiraten? Ach du. Danke, meine Liebste. Das ist meiner. Hey, lass los. Hör auf. Ciao. Das war mega weird. Er hat meinen Ring geklaut. Das war irgendwie lustig. Okay, ich probiere mal einen Schluck. Das wird sowas von gut. Wow, sieh mal, wie blau das ist. Und es fehlt noch eine Geheimzutat. Ein Hauch magischer Staub. Und rein damit. Ach, warum geizen? Ich brauche einen Strohhalm. Und gut umrühren. So ist das gut. Echt mega hübsch. Yummy. Mindy? Er hat meinen Ring geklaut. Ich bin so traurig. Ich habe noch einen Strohhalm. Ich teile die Limo mit dir. Mindy, probier mal. Wirklich? Wow, echt gut. Ah. Okay, wer fängt an? Ich. Welche Farbe wohl kommt? Rot. Wow. Nicht übel. Brumm, brumm. Und was ist das hier? Das sieht sehr spaßig aus. Und wofür ist dieser Knopf gut? Wow, da fliegt es davon. Wow. Ups, sorry. Das war nicht gut. Ich probiere mal die Süßigkeiten. Boah, sind die winzig. Schmecken aber echt gut. Und nun gönne ich mir den Rest. Boah, echt lecker. Oh, ich will auch Süßigkeiten. Meinst du, er kommt wieder zurück? Hey, da sind ja Süßigkeiten. Die habe ich ganz übersehen. Wie die wohl schmecken? Rein damit. Sowas von gut. Hey, wem gehört das hier? Oh, mir nicht, das gehört ihr. Sarah, oh, echt jetzt? Bitteschön. Danke. Oh, cooles Bike. Es fehlt aber noch eine Sache. Nein, bitte nicht. Nein, das war ein Unfall, stopp. Hä? Cool. Das ist ja mega. Danke, Mr. Alien. Warte mal. Was machst du da? Ich mache eine Spritztour. Aber das wird mir keiner glauben. Abgefahren. Darf ich drehen? Na klar, nur zu. Lila. Ein Handy. Wie niedlich. Nice. Wow, cooles Handy. Wow, ich liebe diese Challenge. Selfie. Ist das nicht süß? Hey, das ist unfair. Ich habe die Regeln nicht gemacht. So geht das nicht. Ich muss jemanden anrufen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist dringend. Verhalte dich unauffällig. Was? Da ist sie. Wie du meinst. Die Kamera liebt mich. Und was ist passiert? Genial. Danke. Mein Geld. Wow, ich muss dafür zahlen? Das war's mir wert. Danke, bye. Hast du das gemacht? Das ist voll gemein. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist doch nur ein Spielzeug-Handy. Warte, ist das Schokolade? Gar nicht mal so übel. Das könnte ich immer essen.
Oh nein, nicht im Ernst. Oh, ich hab's. Das ist ein Lutscher. Mann, riecht der gut. Und wie schmeckt der? Voll gut. Ich bin dran. Pink. Wow, Rosen, wie romantisch. Und sehen lecker aus. Wie schmecken die? Wow, einfach mega gut. Wow. Hallo? Ich warte. Ach, das ist typisch. Ich hatte echt noch nie so viele Rosen. Ich habe eine Idee. Das wird gut. Was macht Mindy denn da? Ich brauche Klebeband. Tada! Eine Rosenkrone. So wunderschön. Wie lange dauert das denn noch? Endlich! Spaghetti? Mal probieren. Wow! Ist das alles? So ein Jammer. Mir doch egal, ich mag Spaghetti. Wart's nur ab. Und wie sehe ich aus? Echt hübsch, oder? Mmh, Erdbeeren. Mmh, lecker. Ich will mehr davon. Schicke Frisur, sag mal. Finger weg. Na gut. Hallo? Oh, hey. Ich hab Hunger. Ich brauche einen Snack. Echt jetzt? Der Wal hat was? Was war das? Das werde ich mir schmecken lassen. Her damit! Komm schon, gib her! Oh, aber die gehören mir. Na gut. So lecker. Gib mir mehr. Komm schon. Teil mit mir. Muss ich? Ich wusste, dass das so kommt. Hier, noch eins. Hast du keine eigenen Süßigkeiten? Warum? Ich kann doch deine essen. Aber das ist nicht nett. Sie ist so gierig. Das reicht. Du hattest genug. Nein, ich habe immer noch Hunger. Bitte? Oh. Nein, sorry. Ich muss doch irgendwas tun können. Moment. Ich habe eine Idee. Dieser Holzkorb ist genau das Richtige. Ich kann ihn nutzen, um an die Süßigkeiten zu kommen. Und ich muss dafür nicht mal aufstehen. Ich wickle das Seil um den Griff. Genau so. Und jetzt kann ich den Korb zu mir runterlassen. Moment, ich brauche was, wo ich ihn aufhänge. Ah, der Kleiderständer. Perfekt. Er agiert als Zugsystem. Und runter damit. Vorsichtig. Sorry, ich schlafe. Oh ja, wen kümmert's? Ich hab diesen Greifer. Ha, geschnappt. Das perfekte Verbrechen. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich auch. Und rein damit. Das sollte reichen. Haha, alles meins. Das habe ich mir aber verdient. Ich liebe Süßes. Hä? Wo sind meine Süßigkeiten hin? Alles weg. Sky hat es geklaut. Nun, ich habe dich gebeten zu teilen. Ich bin mal nicht so. Hier hast du was. Das soll alles sein? Naja, immerhin etwas. Ich werde es trotzdem essen. Oh, Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Das ist eine gute Idee. Ah. So hübsch. Ich liebe diesen Lippenstift. Ein bisschen noch? Das sollte reichen. Ich trage besser auch Mascara auf. Oh, ich hasse diesen Teil. Letztes Mal bin ich verrutscht und ich musste eine Woche lang eine Augenbinde tragen. Mal sehen, wie ich aussehe. Hä? Bin ich das? Was ist passiert? Okay, es gibt nur eine Lösung. Das muss alles runter. Mit meinen Einhörnern zu spielen macht sonst immer so viel Spaß. Aber heute nicht. Oh, ich weiß. Hey, Sky. Hä? Was ist los?
Alles okay? Warte. Ich glaube, den kannst du brauchen. Hast du keinen hübscheren Spiegel? Ich hab nur den hier. Na toll. Schätze, der muss ausreichen. Oh, ich weiß. Ich kann ihn mit Muscheln dekorieren. Fangen wir an. Ich lege den Spiegel auf eine flache Oberfläche und trage Kleber auf dem Rahmen auf. Dann drücke ich die Muscheln an. Ich platziere die Muscheln einmal um den kompletten Spiegel. Das wird toll aussehen. Fast fertig, die letzte Muschel. Wow! Erinnert mich an zu Hause. Wow, kannst du auch einen für mich machen? Was? Schau mich an. Ich habe viel zu tun. Oh, wofür eigentlich? Mr. Einhorn ist so flauschig und weich. Mir? Bekomme ich auch eine Umarmung? Okay. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wow, du hast recht. Es ist so weich. Mir? Alles okay? Wuhu! Ich hoffe, diese Zeit wird nie enden. Du vervollständigst mich, Mr. Einhorn. Ich will nie wieder ohne dich sein. Wow, was für wunderbare Erinnerungen. Was hast du getan? Ich glaube, ich habe ihn zu fest umarmt. Warum? Er war so jung. Schon okay, ich bringe das in Ordnung. Zuerst skizziere ich die Form eines Einhornkopfes auf Pappe. Dann schneide ich es aus. Nun gebe ich Kleber auf die Pappe und drücke die Füllung an. Als nächstes lege ich die Pappe auf diesen Stoff. Für den nächsten Teil brauche ich einen Stift. Ich zeichne die Umrandung der Pappe auf den Stoff. Nun schneide ich es aus. Ich drehe die Pappe um und gebe mehr Kleber auf die Rückseite. Ich falte den Stoff auf den Kleber und wenn ich fertig bin, kommt die Mähne dran. Diese Wolle ist perfekt dafür. Ich werde unterschiedliche Farben verwenden. Als nächstes bedecke ich die Rückseite mit mehr Stoff. Aber ich bin noch nicht fertig. Jedes Einhorn braucht ein Horn. Ich werde es aus diesem Glitzerpapier fertigen und es ausstopfen. Ich drücke das Ende zusammen und klebe es auf den Kopf. Das ist echt entspannend. Ich klebe den Zopf auf den Kopf. Ich wünschte, ich hätte auch solche Wimpern. Durch das Make-up bekommt unser Einhorn rosige Wangen. Was für ein hübsches Einhorn. Schau, was ich habe. Lass mich mal sehen. Wie findest du es? Es ist nicht Mr. Einhorn, aber ich mag es. Danke. Mia? Nein, niemals, Sky. Mia, die Schleife fehlt noch. Oh, so hübsch. Vielleicht kann ich... Nein, Hände weg. Wie unhöflich. Diese Algen sehen lecker aus. Yummy. Wow, die Sonne blendet total. Ich muss mich schützen. Ich habe eine Idee. Ich kann Schatten kreieren. Ich hänge einfach diese Bänder um dieses Seil. Ich habe echt Hunger. Oh, bunte Nudeln. Genau, was ich brauche. Etwas zäh, aber schon okay. Das wird das Licht abhalten. Hä? Ich dachte, ich hatte mehr. Seltsam. Was ist denn da unten los? Hä? Ups. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Moment mal. Ich könnte Mia hiermit ablenken. Oh, ein Ball. Komm zurück, Ball. Ich wünschte, das wäre mir früher eingefallen. Wow, sie mag den Ball echt gern. Das ist meine Chance. Ich muss schnell sein. Das wird funktionieren. Ich weiß es. Sie ist doch beschäftigt. Gut. Das war lustig. Fast fertig. Das sieht cool aus. Nein, hör sofort auf. Oh, wenigstens habe ich noch meinen Ball. Manche Leute. Ha, jetzt bekomme ich meinen verdienten Schlaf. Ah, so friedvoll. Was für ein entspannter Tag. Ich vermisse das Meer. Meer? Hast du auch Heimweh? Ja, die ganze Zeit. Vielleicht kann ich etwas machen, das Mia an zu Hause erinnert. Ich brauche diese Wolle. Und sie muss schön bunt sein. So. Es ist ein Regenbogen. Mia wird es lieben. Wow, ist das für mich? Das ist perfekt. Das macht mich echt glücklich.
Ich mach besser auch was für Sky. Ich habe diesen kleinen Einhorn-Squishy. Den kann ich benutzen. Ich muss Wasser in das Einhorn spritzen. Oh, sieht aus wie ein Kugelfisch. So süß. Sky, das ist für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, das erinnert mich an einen alten Schulfreund. Zeit, Sky einen Streich zu spielen. Ernsthaft? Ups, das war echt lustig. Ah, mein toller Regenbogen. Ach, das hätte ich doch wissen müssen. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hilfe! Die Dinge sind hier etwas außer Kontrolle geraten. Welche Art Einhorn bist du gerne? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und denk daran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses.